Wir möchten jetzt hier gleich das offizielle Wiegen zur zweiten Esra-Feinheit durchführen, die bekannterweise morgen um 17 Uhr am Sportpark oder in der Sporthalle am Hallo stattfindet. Mein Name ist Daniel Künzel und ich gehöre zum Team von Björn Sobmann zu Sobmann Solutions, der hier als Promoter auftritt und die ganze Veranstaltung zusammen mit der Wartezone organisiert hat. Bevor wir anfangen, möchten wir uns erst einmal bedanken dafür, dass man uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, dass man uns jetzt hier bei den kleinen technischen Problemen auch nochmal hilft. Also herzlichen Dank an das Allee Center Altenessen in Person, Herr Markus Haas, der Center Manager ist. Also Herr Haas, vielen Dank, dass Sie es uns ermöglicht haben, hier heute zu stehen und unsere Veranstaltung hier durchzuführen. Und ich finde, dafür ist schon mal ein kleiner Applaus verdient. Vielen Dank, Herr Haas. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Leute vorstellen, damit hier alles seine Richtigkeit hat. Ich habe es gerade schon angesprochen. Hier vorne in dem schicken schwarzen Hemd ist der Promoter von Sobmann Solutions, Björn Sobmann. Dach Björn. Vom Verband der GBA, also der German Boxing Association, ist der Supervisor Matthias Eichler aus Leipzig hier zu meiner Rechten. Herzlich willkommen, Herr Eichler. Und für die medizinische Untersuchung ist Frau Dr. Martha Litter aus Bochum zuständig. Steht hier unten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Allee-Center. Kannst ja mal probieren. So, und dann möchte ich Sie auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden jetzt gleich mit dem Wiegen anfangen. Das Wiegen betrifft die neuen Kämpfe, die morgen ab 17 Uhr stattfinden werden. Und wir fangen dann jetzt auch direkt an mit dem ersten Kampf. Dem Eröffnungskampf im Mittelgewicht über 4 Runden werden bestreiten Jalal Elzain und Alexei Wipp. Für beide ist es morgen das Profidebüt, also nochmal eine ganz besondere Situation, wo die beiden sich sicherlich über einige Zuschauer freuen werden. Alexei Wipp wird erst heute Abend ankommen, sodass jetzt nur Jalal Elzain zum Wiegen anwesend ist. Und daher bitten wir jetzt einmal den Kämpfer Jalal Elzain hier zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen, Jalal. Richtig sportliches Outfit an. Jeansschuhe, Turnschuhe. Da wird was geboten. Der Boxer Jalal Elzain kommt mit einem Gewicht von 72,7 Kilogramm. Aber ich muss auch Fotos machen. Vielen Dank an Jalal Elzain. Jetzt hat hier, glaube ich, auch alles seine Richtigkeit. Er hat unterschrieben. Und dann können wir auch direkt mit dem zweiten Kampf weitermachen. Dieser findet im Supermittelgewicht über 6 Runden statt. Und kämpfen werden Vincenzo Gualtieri und Azad Dogu. Bei Azad Dogu ist es ähnlich wie gerade bei Alexei Wipp. Auch er wird erst heute Abend ankommen. Da wird das Wiegen dann offiziell auch nachgeholt. Und deswegen bitten wir jetzt Vincenzo Gualtieri auf die Bühne. Boxer Vincenzo Gualtieri bringt auf die Waage 77,1 Kilogramm.
Vielen Dank, Vincenzo, und viel Erfolg morgen Abend. Wer sich vielleicht im Boxsport noch nicht so gut auskennt und sich wundert, was hier immer passiert. Ja, die Athleten müssen kurz, nachdem sie gewogen sind, noch das Wiegeprotokoll unterschreiben, damit ja alles auf seine Richtigkeit. Der nächste Kampf am morgigen Abend wird im Schwergewicht stattfinden, über 4 Runden, und wird bestritten von Paul Zumach aus Essen gegen Skelkin Ademay. Deswegen bitten wir jetzt einmal, da sind noch beide Boxer anwesend, beide einmal auf die Bühne zum offiziellen Wiegen. Oh, das ist aber langweilig hier. Guckst du einmal her? Aber Pose bitte. Ja. Paul Zumach bringt ein Gewicht von 102,2 Kilogramm mit. Und Skelkin Ademay bringt es auf exakt 122 Kilogramm. Jawohl.